Tipp muss heute? 8:23 Uhr. Siri, jetzt so Durchsage, Hauptbahnhof. Warum tun wir uns das an? Bro, ich schreibe heute mein Vorabi, mein letztes Vorabi. Ich weiß auch nicht, welche Stimme in meinem Kopf gesagt hat. Sagt sie, du fährst sie zur Schule. Ich meine, sie hat eine Busfahrkarte und es gibt Busse. Ich werde nie gefahren. Nein, ich habe dich auch letztes Mal. Ich habe letztes Mal. Von drei Vorabis hat mich Tutti zweimal gefahren, weil eins war um 7 Uhr morgens und ich so, I'm not gonna do that. Ich so, okay. Aber um 9 Uhr bin ich aufgestanden. Sie sehen richtig am Arsch aus. Ich bin um 3 Uhr, 4 Uhr, also sie ist um 22 Uhr ins Bett gegangen. Ich so, Hona, geh schlafen. Ich mach das alles und so. Du brauchst deine 8 Stunden Schlaf, gell? Ich komme ins Zimmer um 3 Uhr, ich schleife mich so ganz leise rein. Hona so, ich bin wach, brauchst gar nicht. Brauchst gar nicht schon keine Filmschuhe. Ich so, du bist 5 Stunden wach. Und er so, ja, ich kann nicht schlafen und so. Ich so, Frank, warum kommst du nicht ins Wohnzimmer? Was machst du da ja, ich hab's ja versucht. Ich so, ich kann schon Rototi dann. Als du kamst, war ich dann auch irgendwo weg. Aber als ich gekommen bin, war es nach 10 Minuten weg. Ich so, ja, okay, also, was soll ich jetzt machen? Dann war ich auf YouTube, sonstiges, bis 4 Uhr morgens. Und ich dachte mir so, ach, ich verschlafe eh, die nimmt den Bus. Aber scheiße, Alter, ich bin wach. Hona isst seit neuestem sehr viele Bananen. Ich esse so viele Bananen. Hört aber wie riesig die ist. Guck mal fest, ich habe was für dich vorbereitet. Oh, Tutti, du bist so ein Opfer. Ich, also, ich habe nicht so viel gemacht. Du isst ja eh nie was. Ich esse halt nie was. Wenn ich mich konzentriere, habe ich keinen Bock zu essen. Deswegen habe ich einfach eine Banane genommen. Also hier sind halt so also ein Sandwich mit ganz viel Salat, Gurke und so. Geil. Und Keksen und diese Nüssen, die du magst. Oh, Liebling. Leute, die gibt es bei Aldi. Wie heißen die? Keine Ahnung. Die schmecken einfach gut. Die schmecken einfach gut. Das sind so Nüsse mit Karamell überzogen. Deswegen, so richtig geil. Ich hab für Hona fürs andere Vorabi so ein Ding gemacht. Das war ein türkisches Frühstück. Kennst du, wenn die alles haben? Ja. Und Hona hat nichts gegessen. Ich so, Hona, ich hab 3 Stunden zugehört. Falls Hona meine Aufgabe gleich nicht checken sollte, kann ja eigentlich sehr wahrscheinlich sein. Höchstwahrscheinlich. Und es Hona dann schlecht geht, dann habe ich ihr den hier eingepackt, damit sie den so anguckt. Damit sie den so anguckt. Und sich denkt, ja, jetzt fühle ich mich doch beschissen. Hey, der ist voll süß. Soll ich mal reinbeißen? Jetzt? Ja. Okay, komm. Mmh. Ist Füllung? Mhm. Oh Gott sei Dank. Alter, wir haben ein bisschen Probleme momentan mit Donuts. Wir hatten, also unser Bruder holt immer so ein paar Snacks zu uns und der hatte bei Royal Donuts so eine Packung geholt, ne? Und dann, wir sind so am Tisch. Ich glaube, ich muss rein. Das war's dann auch, ne? Einmal probiert. Und dann sitzen wir so am Tisch und jeder natürlich so, boah, ich nehme den Donut und so. Und ich habe halt gar nicht drauf geachtet, welchen ich nehmen soll, weil da war der eine wirklich für mich, weil mein Bruder hat einen geholt mit Nutella-Füllung. Ich liebe ja Nutella. Und ich habe gar nicht drauf geachtet, welchen soll ich nehmen. Ich habe einfach den mit Nutella gemacht. Mhm. So, Hona ist halt immer so eine, die redet nicht so viel. Die denkt sich so, komm, jeder soll sich nehmen, ich nehme dann den Rest. Guck mal, das war schon die zweite oder dritte Portion, die mein Bruder so geholt hat, als Donut. So vor ein paar Tagen hab der schon mal welche geholt. Dann, jeder nimmt sich so ein und dann war so die letzte, so, Hona, du kriegst den. Ich so, okay, so weißt du. Aber Hona, schon ein bisschen zeigt gemein. Das. Du machst so, ah, danke und sowas, alles voll gut. Ich liegst du nachts im Bett? Wir reden so über Gott und die Welt. Ich mach so, ey, Hona, meiner war so krass, Mann. Royal Donuts ist so geil. Hona so, ja, so meiner war ungefüllt trocken und. Meiner hat genau geschmeckt wie der von Lidl. Original, sogar noch schlechter. Und ich mach so, oh nein, die nächste Packung, die wir holen, da darfst du dir als erstes aussuchen, was du willst. Hona so, tamam. Dann, gestern Abend, gell? Mein Bruder kommt mit, wie heißen die? Dunkin' Donuts, gell? Und ich sag zu allen Leuten, Hona darf jetzt entscheiden, welchen Donut sie isst, gell? Ist, ach was, ich will den. Kurz Seitenwechsel, wie Ding? Fußball, man muss immer so gucken, dass man auch in Bewegung bleibt, ne? Und ich mach so, ey Hona, du suchst jetzt einen aus. Hona sagt dann, ich nehme genau diesen schwarzen. Dann ist sie schlafen gegangen, ne? Die war ja müde. Dann ich sag zu jedem aus der Familie, Leute, dieser mit der Schokofüllung und der Schokoglasur gehört Hona. Alle so, tamam, haben wir verstanden. Dann die geht schlafen, wir essen alle einen Donut und so. Ich guck meine Mutter an, ich lieg so auf dem Sofa, ich guck meine Mutter an, meine Mutter isst so. Ich mach so, ich sag nicht, du hast eben der Schokoklasse gegessen. Die so, doch, warum? Ich so, der wollte, der war für Hona. Die so, echt? Ich so, das kann doch nicht sein, dass wir alle den Donut essen von Hona. Das Problem ist, ich habe ja nicht geschlafen, wie Tutti vorhin erzählt hat. So, ich lieg so im Bett, ich so, träum ich gerade? Hab ich gerade richtig gehört? Das kann doch nicht sein, gell? Dann auf einmal, Tutti kommt ins Bett, ich so, ey Tutti. Die so, ja, warum schläfst du nicht? Und so, ich so, ja, die macht mein Donut. Hab ich das gerade richtig gehört? Die hat meinen Donut wieder gegessen? Die hat meinen Donut gegessen. Und die so, ja, ich so, oh wow. Dann sind die so, also okay. Ich so, yeah, I was crying, but now I'm fine. Und ich so, meine Mutter, ich mach so, das können wir jetzt nicht wieder machen. Ich mach so, Mom, die wird sich denken, wir sind keine normale Familie. Die will immer diesen einen Donut essen, den sie will. Ja, ich nein, sondern Döner, was auch immer. Hol dir einen Döner, gell? Ich so, nein, so einfach ist das nicht bei uns. Hast du überhaupt gesagt, welches Vorabi du schreibst? Ja, ich schreib Englisch.
Dictionary, Leute, dieses Buch ist dicker als mein Kopf. Das Ding ist halt, sie wird es die ganze Zeit brauchen. Willst du schon mal üben, wie du so Blättern tust? Zum Beispiel such mal das Wort. Ey, gib mal mein Handy oder gib mal dein Handy. Ich mache jetzt Timer, wie lange du für ein Wort brauchst. Weil du musst ja schnell suchen können. Ich bin nicht so schnell darin, aber ich kann es nicht. Also ich kenne es ja aus Erfahrung. Ich habe ja schon die Schule hinter mich. Also man hat ja während der Arbeit nicht so viel Zeit, ein Wort zu suchen. Ne? Und Hanna muss bestimmt jedes zweite Wort suchen. Also gucken wir jetzt mal, wie lange sie brauchen wird, ein Wort zu suchen. Ich sag jetzt mal das Wort... Aber auf Englisch. Nein, Bruder. Ja, auf Afghanisch. Ja. Natürlich auf Englisch. Ja, Halle. Boah, mir fällt gerade gar kein englisches Wort ein. Weil? Junge, mir fällt gerade nur Cola ein, Walla. Was? Cola? Ja, Cola. Nein, das, oh mein Gott, ich hab schon. Echt? Ja, Walla da. Warte mal. Okay, Playground. Auf. Playground? Und gut. Ja, das ist der Spielplatz. Oder? Ja. Scheiße, waren da schon 15 Sekunden. Playback, Playout, Playthrough, Playup, Playwith, Playable, Playback, Playboy, Playful, Playback. Fast 30 Playground. Sekunden. Hier. Hast du? Okay. Oha, ich war voll schnell. 30 Sekunden. Tamam, das ist gut. Ich habe gesagt, unter 30 Sekunden. Ich habe es eigentlich nicht gesagt, aber unter 30 Sekunden ist gut. Das ist einfach nur zu krass. Sie sieht ready aus. Was sagst du? Und dann zeig mir dein Outfit. Ach, hör auf. Ja, okay. Also oben ist halt der Pulli und dann diese Hose. Und dann diese Socken. Ich sag dir ganz ehrlich, ich dachte mir so, wenn du schon 4 Stunden schreibst, was soll ich da machen? Ich könnte jetzt zu Hause schlafen oder das Auto waschen gehen. Für die Gedanken allein das Auto waschen. Nicht so dumm, ich so, warte auf mich, die so, nein, ich würde doch mal. Da wird auch nicht zweimal nachgefragt, ne? Nein. Oh, ich wollte eigentlich zum Frühstück so ein paar Cornflakes essen. Hab ich gar nicht gemacht. Dann ist das Brot jetzt gleich im Auto. Ja, komm, wie tut die sich auch? Weltuntergang. Scheiße, ob ich das jetzt fuck. Wenn ich verkacke, sag ich einfach, es lag daran, Junge, ohne Cornflakes, was soll ich machen? Was macht die jetzt? Du? Jetzt sagt die, ja, du schaffst das und jetzt nicht. Einmal Scheibenwischer anmachen. Ey, ich wollte Scheibenwischer anmachen, ich so ballerscheiß, wie das geht. Ich frage mich halt wirklich, wie konnte ich jahrelang um 6 Uhr aufstehen und zur Schule gehen. Ich kann das nicht mehr, das ist weg. Ich mag eigentlich früh aufzustehen, aber außer der Schule habe ich manchmal nicht so eine Motivation. Aber ich mag das, weil dann hast du mehr vom Tag. Guck mal, jetzt die Sonne scheint. Mm. Wir können viel machen. Guck mal, ich verschwende zwar... Totti, ich hasse... Guck mal, ich Totti. Wir lassen hier diskutieren, so, gell? Ich musste mit so einem Arzt reden. Danach redest du mit der, ich erkläre dir so mein Problem. Und wenn die mir zuhören, machen die immer so... Mm-hmm. So, als würde sie gar nicht spucken. Die schlucken es richtig. Mm. Ja, und dann nach jedem Satz sagt die, ist so tamandos verstanden. Das ist mir klar, Bruder. Lass mich ausreden, dann sagt dein, Sag einfach gar nichts. Sag nichts. Danach die Rede macht so, ja, sie, Honna, wir werden jetzt das und das machen, damit wir das und das lösen können. Aber Honna so, Wir üben jetzt ein bisschen Englisch, weil Honna wird gleich ein paar Seiten Englisch schreiben. Nicht Honna. Das Problem ist, Leute, ich weiß nicht mal, wie ich das richtig schreiben soll. Honna hat gefühlt monatelang kein richtiges Englisch mehr gesprochen, ne? Weil die haben nur noch Online-Schule und da schläft Honna. Ich dachte, du hättest auch Englisch-LK gehabt. Weil mein Englisch so gut ist. Well. Ich werde jetzt Honna ein paar Sachen sagen, du musst es auf Englisch übersetzen. Doch, das machen wir. Mann, nächstes Mal fahre ich mit Bus, Walla. Der Busfahrer so, deine Schwester hat mir geschrieben, dass ich abfragen soll. Erstmal fangen wir an mit, ich heiße sie Honna. Das ist doch lächerlich. Ach, komm, sag. Mein Name ist Jehona. Jetzt das Wichtigste, sag, ich bin hässlich und ich bin stolz. Like I'm proud to be ugly. Und der Akzent war auch gut. Also, yeah. Voila. Of course, man. Und ich war auf so einem Gymnasium, da waren nur Deutsche. Weißt du, manchmal, also da dachte ich immer, ich wäre richtig unwitzig und unsympathisch und so, weil keiner meine Witze verstanden hat. Mhm. Ich hatte so meine 3 Türken, Afghaner, die haben meinen Humor verstanden. Kuss geht raus. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen nicht meinen Humor verstehen, aber die haben es nicht verstanden. Die haben nichts verstanden. Ich konnte da gar nicht so ich sein. Ich musste mich damals voll verstellen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann, wenn ich dich sehe, wie du so in die Schule reinläufst und hinter dir kommen so Hakans, Mama, Das fühlt man sich wohl. Ich habe auch nicht mit so vielen Menschen zu tun. Ich verstehe mich mit jedem, Walla, ich kann mit jedem umgehen. So. Aber ich habe auch so meine Mädelsgruppe und ich chill nur mit denen. Und das Problem ist, ich habe fast gar keine Kurse mit denen. Also mit einer Freundin habe ich einen Kurs, ansonsten eigentlich nicht. Wir sehen uns nur so in der Pause. Deswegen bin ich im Unterricht eher so, like, I don't like to talk to all of you, you know. Singst, wenn Honna nicht mit denen in der Pause reden möchte und sie ist nicht beim Frühstück, was machst du? Nein, in der Pause freue ich mich ja, da bin ich ja mit meinen Freunden. Aber im Unterricht, da bin ich so, also ich mag euch alle so, weil ihr das seht. Ja,
jetzt nicht falsch verstehen. Ich mag euch so, aber ich habe jetzt nicht so unglaublich viel mit euch so zu tun. Das bringt ja jetzt eh nichts. Guck mal, wenn ich mein Abi geschrieben habe, adios muchachos, like, I don't, ah, never want, nee, I'm gone. Jetzt fängt schon an. Mann, mein Kopf ist einfach am Arsch. Oder hier kannst du noch Deutsch sprechen, ne? Gleich wird's auch schon. Ich sage, ich werde euch eh nie wiedersehen, aber ne? I'm never going to see you. Wie die überlegt hat. Die ist, wenn du nett spielst. I'm never gonna to see you again. Ich hab schon alles gesagt, so sag ich dir ehrlich. Ey, egal was passiert, Wein tun wir zu Hause. Spaß. Und Alter, dieses Ding ist, wenn ich den Text nicht verstehe, bin ich am Arsch. Ich muss den verstehen. Ich muss jedes Wort nachschlagen. Haben wir doch gerade geübt, 30 Sekunden. Ey, chill, du schaffst das. Komm, du bist doch, du bist doch Horner. Ja, das reicht. Deswegen, mein Leben besteht immer aus Dribbeln. Warum kannst du das einfach können? Ach, du kannst das Blatt auch auf deinen Fuß legen, ein bisschen dribbeln. Falls es wird, gut. Falls nicht, ist nicht so schlimm. Wie viel Zeit darf ich da? Nur noch 10 Minuten. Ich chill jetzt hier drin. Echt? Ja. Okay. Hm. Die wollte schon verabschieden. Die geht die ganze Zeit so, kichert die will schon auf. Nein, ich würde sagen, geh pünktlich rein. Ja, ich habe noch über 10 Minuten. Ich habe gleich noch ein wichtiges Treffen. Ey, willst du jetzt frühstücken? Ah, ja, ich eigentlich mag ich morgens nicht so viel essen. Doch, aber auch vor der, vor der Ding musst du immer was essen. Nicht erstmal die Kekse, nee. Ist erstmal dein Sandwich. Du hast Burgersoße drauf gemacht. Weil eigentlich wollte ich mal. Ich wollte Mayonnaise drauf machen. Aber dann habe ich die Ding gefunden, ich so. Die ist eh alles. Danke für alles. Drück mir die Daumen. Ich gehe jetzt rein. Tutti, ich hab Angst, ja. Ich ruf dich an. Tschüss. Ciao, Tutti. Siri. Siri, ich hab dich nicht umsonst gekauft. Hey, Siri. Siri. Ich war jetzt in die Stadt, Horners Schule ist eigentlich von der Stadt nur 2 Minuten entfernt. Mit dem Flugzeug, ne, Spaß, kennt diese Leute? Ja, 2 Minuten mit dem Auto, aber zu Fuß dann so 300 Jahre. Ich gehe kurz zur Bank. Guck, was die Millionen machen. Spaß. Dann werde ich zu Dunkin' Donuts gehen. Muss gucken, wo das hier ist. Ich esse es gar nicht so oft. Ich glaube, das ist am Hauptbahnhof. Und dann werde ich nachfragen, was der beste Donut ist. Den werde ich dann Horner kaufen. So. Irgendwas mit Nutella, Schoko, sonstigen. Haben wir Royal Donuts hier? Das wäre noch krasser. Dann hole ich hier was von dort. Auf jeden Fall hat Horner das verdient. Sie hat ja 2-3 Mal in Folge nicht den Donut bekommen, den sie bekommen hat. Das sind ernsthafte Probleme, mit denen man sich auch beschäftigen sollte. Nein, Spaß. Ich will Horner wirklich einen Donut kaufen als Überraschung. Und vielleicht hole ich noch was bei Burger King. Mal gucken. Ich hole dir einfach was zu essen, weil Essen glücklich macht. Mich zumindest. Dann gehe ich das Auto waschen. Das war's dann auch. Also ich finde, man soll jetzt nicht zu viel auf dem Tagesplan abhaken quasi, ne? Also ich habe eben geguckt, in Mainz gibt es kein Royal Donuts oder Donut, Donuts, ne? Und dachte mir so, okay, komm, fahr rüber. Bin jetzt nach Wiesbaden gefahren, das ist eh noch 5 Minuten von uns entfernt. Wasche auch unser Auto, weil ich muss das Auto ja alleine waschen. Und das wird drinnen schon schwierig, weil ich wasche das immer mit Horner zusammen. Und alleine wird es jetzt so lange dauern. Mit ihr brauche ich immer eine halbe Stunde und jetzt werde ich wahrscheinlich so 1 Stunde brauchen. Weil hier in Wiesbaden gibt es so eine Waschanlage, die so geil ist. Die wäscht das Auto so gut. Und da dachte ich mir so, ich mache es dann drinnen sauber, aber außen nicht alleine. Das macht dann die Waschanlage, ne? Das ist heute mein Helfer und Freund in Not. Auf dem Weg hierhin dachte ich mir so, Alter, ist nicht ein bisschen zu früh. Wir haben erst 9:45. Vielleicht hat die Waschanlage nicht mehr auf und so. Vielleicht kann ich gar nicht mein Auto waschen. Es ist so voll. Ey, die Schlange zur Waschanlage war so lang. Einfach, jeder wäscht gerade sein Auto. Keine Ahnung, wieso. Wir gucken mal, wie lange ich brauchen werde. Wir haben jetzt 52, ich denke mal 1 Stunde für drinne, weil es sieht schon sehr schlimm aus. Wisst ihr, wir gehen unser Auto immer so alle 2 Wochen waschen. Aber die letzten Wochen hat es ja so heftig geschneit, dass wir das Auto einfach nicht gewaschen haben. Das hätte sich gar nicht gelohnt, ne? Der Dreck wäre wieder reingekommen. Und der ganze Matsch und Dreck, der draußen war, haben wir immer reingeholt mit den Schuhen. Und das ist gerade eine Katastrophe drin. Aber dafür bin ich ja da, ne? Ich löse das Problem. Dafür, dass wir 10 Uhr haben, ach, der Bray muss gerade rückwärts einpacken, ist schon gut voll hier. Seht ihr das? Das ist der Beifahrersitz vorher, ne? Merkt euch. Und nachher. Jetzt ist es besser. Jetzt bin ich fertig. Ich habe ein bisschen mehr als 1 Stunde gebraucht. Und ich bin stolz auf mich. Geil, Haare betrinken. Erstmal trinken. Alter, jetzt muss ich erstmal eine Bäckerei suchen und frühstücken, weil ich habe noch nichts gegessen. Das Auto muss noch von außen gewaschen werden. Junge, ich wollte gerade losfahren. Wir müssen das Auto noch von außen waschen.
in der Waschanlage und dann gehen wir zu Dunkin' Donuts. Die öffnen um 12. Okay, wir haben 11.03 Uhr. Gut. Ich rufe da gleich an, die machen schon auf für mich, nicht was? Ey, stellt euch mal vor, die würden nur für mich aufmachen. Krass. Dann will ich aber trotzdem nur einen Donut kaufen, ne? Ist mir auch völlig egal dann. Walla, ich frag mich gerade ehrlich, warum habe ich das Auto eine Stunde geputzt, wenn die Innenreinigung 20 Euro kostet? Kelleck. Rafft euch! So sollte der Spiegel aussehen. So sieht er aus. Junge, was habt ihr gemacht? Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich gerade schon fahre für einen Donut und wie weit ich gerade fahre. Wir haben jetzt 20 vor 12, ich bin immer noch im Auto in Wiesbaden und suche Royal Donuts. Geil. Ihr habt keine passende Belichtung hier. Wir haben keine passende Belichtung? Nein. Jetzt holt er eine Lampe. Mach du das mal Handy an. Ich schnipse, dann machst du an. Oh. Perfekt, danke. Du musst mir jetzt den besten Donut zeigen, den ihr habt. Am besten so richtig schokoladig. Schokoladig? Ja, mit Nutella meine ich. Was richtig pervers ist, ist hier, guck mal, der hier. Der hat Erdnussbutter oben drauf, Cookie Dough on top mit Nutella-Streifen, Schokodrops drauf und dann hat man wieder gefüllt. Womit? Nutella. Nein! Wenn du den aufschneidest, dann machst du so. Bams, dann fließt das so runter. Aber ich bin nicht so ein Karamell-Fan, mehr so Bueno. Da ist doch gar kein Karamell drin, ja. Aber oben hast du gesagt. Nein, Cookie Dough. Das ist alles mit Bueno. Das mit Bueno. Guck mal, die Schilder repräsentieren immer die Füllung. Für mich oder für dich jetzt? Sie will erstmal für Nein, für meine Schwester, um ehrlich zu sein. Und sie fährt Mercedes und sie ist eine Ehefrau. Also, was machen wir jetzt? Ich was war die Intention? Du wolltest erstmal Donuts kaufen. Ich brauche einen, der richtig, der Beste. Der welcher, Beste. Welche für letzte? Eine Frau oder für einen Mann? Für eine Frau, für meine Schwester. Ich brauche den Besten, den ihr habt. Nutella-Erdbeer. Nutella-Erdbeer, ja. Oder Croissant mit Erdbeer-Vanille-Pudding, auch sehr verrückt. Ich habe letztens einen gegessen, ich bin gestorben. Welchen? Was war drinne? Nutella war drinne. Ja. Und drüber war aber nur so Rocher, wie heißen die hier? Giotto, ne? Giotto, okay. Das war heftig. Und jetzt sind die sogar frisch. Ich weiß schon, was du willst. Ja. Wie siehst du den da? Der hat Bueno-Creme oben drauf. Ja. Dann hat der Bueno-Creme innen drinnen. Und jetzt kommt das Beste. Das ist gar kein normaler Donut, das ist ein Croissant. Ein Croissant ist ein Donut mit einem Croissant-Teig. Echt, sieh aus, gell? Den gibt es. Weil du hast schon längst angesteckt, jetzt stecke ich dich auch an. Das gibt es europaweit nur bei uns, Royal Donuts. Sehr bekannt, nur in Wiesbaden. Nein, nicht nur in Wiesbaden. Überall in Deutschland. Ich bin extra aus Hannover angereist. In Hannover, da gibt es auch eine Filiale von uns. Ja, ich weiß, aber ich bin trotzdem. Ich wollte unbedingt dich sehen, deswegen bin ich irgendwo. Ich weiß, dass du schätzt. Du hast da alles richtig gemacht. Nicht Spaß. Nee, ich komme aus Mainz. Hi. Wir drehen gerade ein YouTube-Video. So, wir machen erst um 12 Uhr auf. Ach so, genau. Sie ist Rapperin, by the way. Deswegen. Nutzt es auch, wollt ihr ein Foto machen? Macht ein Foto mit ihr, weil das wird gleich. Deswegen. Hinter den Szenen. Den nehme ich mit. So, hat der gepasst zeitlich, ne? Dass ich früher da war, die waren richtig korrekt. Sonst hätte ich Probleme gehabt mit den anderen Kunden, ne? Datenschutz und so, man darf die nicht sehen. Gut, die wollten jetzt gesehen werden, aber ich glaube, Kunden möchten nicht gesehen werden. Ja, der Bre hat gute Angebote gemacht. Ich zeige euch die mal. Ich glaube, wir haben was Gutes ausgewählt. Horner wird sich freuen, die hat wirklich den Besten bekommen, den sie hatten. Ich habe auch was Gutes bekommen, aber am Ende will sie meinen. Das wäre jetzt wirklich Highlight. Die sehen gut aus, guck mal. Der hier. Der sieht heftig aus. Richtig geil. Und das ist meiner. Horner ruft an. Wir haben halb. Pizzeria Cazione, bitteschön. Tutti, wo bist du? Zu Hause, warum? Ach, du sollst doch da sein. Ey, du hast gesagt, du rufst mich an, wenn du fertig bist. Ich bin jetzt fertig. Ich dachte, du bist da. Ich hab gesagt, so 20 nach 2. Ich dachte, du bist schon so da und du wartest auf mich. Oh. Nee, ich lieg gerade im Bett. Jetzt kannst du mich noch mal eine Stunde warten. Nein, guck mal, soll ich mal was sagen? Ich habe mich eben geschminkt, weil ich mir so dachte, okay, die ist mal halb fertig. Und ich habe gerade meine Haare so durchgekämmt, da hast du angerufen. Gerade, wo ich fertig geworden bin. Ja, danke, ich küsse dein Herz. Also, ich fahre dann jetzt los, ja? Alles klar. Okay, ich küsse dein Herz, tschüss. 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 Okay, ich habe mich ein bisschen fertig gemacht und umgezogen, weil draußen gutes Wetter ist. Ich wusste nicht, dass ich dort warten soll. Junge, ich habe auch ein Leben, okay? Als ob ich überall auf Horner warte. Ich freue mich jetzt darauf, wie Horner auf die Überraschung reagiert. Junge, warum hast du diese Jacke an? Hi! Warum hast du diese Jacke an? Ich sterbe gerade. Ich glaub's dir. Hi, guys. Erzähl, wie war's?
Should I talk in English or it was okay? Jetzt kannst du Deutsch sprechen. Für die Spielkurt Autoscooter, die fährt ja einfach rum, wie sie will. Ja, die hatten alle rot. Wie war's? Oh Gott, sieht aus wie eine Leiche. Zieh mal wieder Mundschutz an. Oha, du siehst voll fresh aus. 10 Minuten. Krank. Ich muss öfters unter Stress sein. Sie sieht voll fresh aus. Warum hast du mein Oberteil an? Warum sieht aus, als wäre ich bei der Antarktis und du bist kurz Hochsommer, Digga? Antarktis! Ach nix, ich habe eigentlich, glaube ich, ganz gut geschrieben. Das war jetzt mein letztes Vor-Abi von 3, also 3 von 3 Dingen. Und deswegen gehen wir jetzt essen. Hast du was gemacht oder so? Du hast dich nur gestylt, da. Warte, was meinst du? Wie essen? Bruder, ich dachte jetzt auf der Nackenschaft 3 von 3. Ach so, das war dein letzte. Ach so, oh scheiße. Boah, guck mal, ich sehe voll leichenweiß aus und du so richtig so California-Vibes. Was machst du? Kurz hier rein. Ich kann's mal deine Jacke ausziehen. Ja. Du tust mir gerade ein bisschen weit. Perfekt. Augen zu, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Oh, bitte nicht. Doch auch. Also eine kleine Überraschung. Aber für ein großes Herz. Oh mein Gott, ich glaube, ich und weiß es. Jetzt war ich schon. Ich bin extra nach Wiesbaden gefahren. Halt so. Oh mein Gott. Hast du nicht gemacht. Also, ich habe gesagt, was ist das Beste? Und er hat gesagt, was willst du denn? Dann habe ich gesagt, sie liebt Bueno. Dann hat er gesagt, das ist das Beste. Das ist mit Bueno-Füllung. Bueno oh drüber. Gott. So Knusperdinger. Und das hat er mir auch gegeben. Das ist auch mit Bueno-Füllung, nur mit Hanuta drüber. Weil ich so korrekt war. No pushen. Bruder, genau. Ich krieg eine 5 auf diese Englisch-Test. Nein, guck mal, weißt du warum? Oh mein Gott. Du hast mir einfach nur leid getan. Das ist nicht wegen dem Abitur. Ich drück nichts ab. Das gehört alles jetzt mir. Nein, wirklich, das ist alles für dich. Guck mal, du hast mir leid getan bei den ersten Donuts und so. Du hast das bekommen, was du wolltest. Ach, was? Du warst 3. Ja, guck mal, ich weiß, dass es nicht dramatisch ist, aber ey, guck, wie der Hund da guckt. Leute, da sieht ihr seinen Kopf, wie er uns anguckt. Ach, wir können doch alles, Junge. Ach doch. Nein, hör auf. Denkst du, ich esse deine Hälfte oder was? Nein, viel später. Danke, Mann. Ich mein's gerade ernst. Danke. Beiß da bitte in deinen rein und sag, wie er schmeckt. Gut? Oh ja, gut, das ist nicht zu wenig. Oh, geil. Ey, ich tu gerade so, als hätte ich sie selber gemacht, Hanna. Gut? Mhm. God, I love it. Perfekt. Beiß mal den anderen, aber es ist die gleiche Füllung. Mhm. Auf den du musst nicht so. Mhm. Ja. Nee, ich bin wirklich voll. Ich habe schon eine Scheibe Toast gegessen. Im Haus Meta gibt es kein Ungerecht. Ich will immer Gleichberechtigung. Horna hat jetzt ihr Hack bekommen. Und ja, mein Hack, also mein AMG. Du weißt ja, wo Mercedes steht in Mainz. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Tutti, danke schön. Bitte, kein Problem. Oh mein Gott, ich liebe Donuts. Ich sehe fertiger aus, als ich bin. Mir geht es eigentlich ganz gut. Jetzt geht es mir vor allem ganz gut. Gerade eben wollte ich noch voll die Show machen, ich habe voll die Kopfschmerzen und so, aber now I'm good, like I'm feeling. Ich überlege gerade wirklich, diesen Hund zu holen. Der guckt uns an. Scheiße, ich muss hier weg. Tschüss. Tschüss. Nein, er hat kurz zu seinem Herrchen geguckt. Jetzt, wenn er wieder zurückguckt, sind wir nicht mehr da. I can be your Herrchen. Das Auto sieht richtig krass aus. Warum hast du das alles alleine gemacht? Eine Stunde. Vor allem noch bei der Hitze. Wie unangenehm. Ach Quatsch, da war es noch ganz okay. Als ich nach Hause kam, war es warm. Dann habe ich geguckt, wo Royal Donuts ist. 15 Kilometer. Sind für diese Donuts gefahren. 2 Donuts. Aber wir waren korrekt. Das ist doch dein Herz. Wir waren korrekt. Die hatten noch gar nicht geöffnet. Und ich mache so, ja, Ding, das ist notwendig, bla bla. Ich mache ein YouTube-Video, der sehr kommt. Dann hat er ein bisschen Faxen geschoben und so. War korrekt. Echt? Mhm. Hast du gesagt, abonniere unseren Channel, JT Family? Ich habe dir gar nicht unseren Channel genannt, weil ihr wollt den Hops nehmen. So. Tutti, du musst einmal reinbeißen. Ja, mach mal einmal, komm. Weißt du, weil oben diese Creme ist eigentlich fest, aber die ist geschmolzen. Siehst du, die ist geschmolzen, diese Creme, die oben eigentlich fest ist. Das fließt so runter. Voila, lecker. Das war Hornas Vorabi. Wenn Horna das große Abitur schreibt und sie dann richtig scheiße aussieht, dann nehmen wir... Dann kommt die mit Klassensaal. Leute, danke, dass ihr so zugeschaut habt. Hinterlasst einen Daumen da und einen Kommentar und ein Abonnement. Abonnement? Heißt Abonnement? Ich habe keine Ahnung. Abonnement, oder? Auf jeden Fall schade, dass ihr mich jetzt so gesehen habt und Tutti so. Aber so ist es halt, weißt du? Jetzt an der Stelle brauche ich wieder eigentlich meinen Hack. Weil das bringt es jetzt auch nicht mehr. Und dann würden wir auch sagen...
Das würde ich anschneiden. Ich schneide mich an. Tschüss, Leute. Tschüss.